So, hallo. Wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir ein bisschen rausgefunden, was Bethany kann. Allerdings noch nicht perfekt. Aber wir haben schon mal gesehen, es gibt brutal coole Synergieeffekte mit dem Buch und anderen Spacebar-Items. Das ist auch ein Spacebar-Item. Das ist Flush. Aber ist Flush nicht? Oh Gott, was macht denn Flush jetzt wieder? Ich probier's mal kurz aus. Ah ja. Flush überflutet den Raum. Jetzt ist dann die Frage, was macht eine Flush-Flamme? Ne, weil die Flammen, die entstehen, scheinen ja mit dem anderen Item zusammenzuhängen. Auf jeden Fall interessant. Was mir auch aufgefallen ist, ihr müsst mal drauf achten. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder passiert, aber ihr müsst mal drauf achten. Ich habe mir die Aufnahme ja angeguckt. Und wir haben ja als erstes einen Angel Room bekommen. Obwohl ich gesagt habe, ich wurde sau oft getroffen. Und dann habe ich gesagt, hey, aber eigentlich müsste doch die Wahrscheinlichkeit, müsste bei dem Angel Room doch extremst gering gewesen sein. Und das Ding ist, es war nur beim Angel Room eine Wahrscheinlichkeit eingetragen. Die war zwar 36%, aber der Teufelraum hatte überhaupt keine Wahrscheinlichkeit. Kann es sein, dass man mit dem Buch nur Angel Räume bekommt? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich hatte sonst kein anderes Item, was so einen Effekt jemals hervorgeholt hat. Und es kann eigentlich dann nur am Buch liegen. Und Bethany hat auch kein anderes Item außer das Buch. Es könnte sonst sein, dass sie noch ein zweites Item trägt oder so, ne? Aber tut sie nicht. Sie trägt nur das Buch. Und das könnte bedeuten, dass dieses Buch dafür sorgt, dass man Angelräume bekommt, also Engelräume bekommt. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Oh, okay. Na, da brauchen wir jetzt eigentlich nichts machen. Was die blauen Herzen angeht, bin ich allerdings auch noch nicht schlauer, warum die bei ihr gerade da unten sind. Das habe ich noch nicht verstanden. Jetzt haben wir drei Münzen, jetzt können wir eigentlich den Sack öffnen. Das war ein guter Deal. Drei Münzen gegen zwei Bomben und ein Schlüssel ist ein guter Deal. So. Apropos guter Deal. Hier könnte ein Geheimraum sein. Das war jetzt allerdings ein schlechter Deal. Kann ich euch zwei sprengen? Ah, das war es nicht. Okay, sollte ich beim Boss Energie verlieren, könnte ich es ausnutzen, aber so hat das jetzt nicht viel gebracht. Hier könnte noch der andere Geheimraum sein. Das war schon ein besserer Deal. Double Active Card. Nicht sicher, was die macht. Ich gucke die jetzt auch nicht nach. Bruder, was machst du denn? Ach so, aber jetzt kann ich nicht die ganze Zeit... Ha, stimmt. Jetzt kann ich nicht die ganze Zeit diese Dinger spawnen. Weil sich das ja gar nicht mehr von selbst auflädt. Es war ja nur das Glück, dass der... Diese Bohne sich die ganze Zeit... Alter, was bist du denn? Dass die Bohne sich die ganze Zeit aufgeladen hat. Das war ja das Glück. Aber jetzt lädt sich das ja gar nicht mehr von selber auf. Das ist ja jetzt dumm. Das heißt, wenn ich so einen Ding spawnen will, löse ich automatisch den Flood-Effekt im Moment aus. Und bekomme auch nur dann so eine Flamme. Also im Moment kann ich auf die Flammen überhaupt nicht zählen. Da hatten wir eigentlich im letzten... Scheiße. Da hatten wir eigentlich im letzten Part eine der besten Synergien, die man da haben konnte, ne? Alter! So, was haben wir hier? Damage und HP ab, nice. So, jetzt holen wir die Herzen zurück. Gib mir mein Herz zurück. Gut, haben wir durch das HP aber auch schon zurückbekommen, aber was soll's. Ja, und dann gehen wir weiter. Einen Schlüssel haben wir für den nächsten Itemraum, passt erstmal.
Curse of the Unknown. Okay, 4 Herzen hatten wir. Aua. Jetzt haben wir noch 3,5. Seht ihr das? Das ist das Gleiche. Es ist das Gleiche wie im anderen Part. Der Engelraum ist bei 36%, der Devilraum ist bei 0. Und das Einzige, woran es liegen kann, ist doch das Buch. Ich habe doch sonst nichts. Ich habe doch sonst nichts. Also, sorgt das Buch dafür, dass man Engelräume bekommt? Das ist nice. Was ist das? No, never again? Das klingt nach einem Trinket, was man nie wieder einsammeln möchte. Ich hab's jetzt aber dabei. Kann ich das wieder ablegen? Das war eine Bombe. Ach scheiße, wie kann man den Trinkets nochmal ablegen? Kriege ich die Controls hier kurz mal her? Nein. Mit welcher Taste konnte man Trinkets ablegen? Q löst... F. Q löst... Q löst die Karte aus. E hat gerade eine Bombe gelegt, die ich nicht legen wollte. Sorry. R resettet den Raum. Tab macht die Karte. Steuerung? Ich glaube, Steuerung war es. Ja, Steuerung. Okay. Okay, man kann es ablegen. Dann ist es nichts... Kann es nichts so Dramatisches sein. Wir nehmen es mit. Vielleicht interpretiere ich ja den Namen auch falsch. Ich gucke jetzt auch nicht nach, weil ich weiß es nicht, was es tut. Das ist auch nichts, wo ich sage, ich hätte wissen können, was es tut. Jetzt könnte ich wieder dafür... Jetzt könnte ich mir wieder eine... Das ist jetzt halt dumm, ne? Ich könnte jetzt eine Flamme spawnen, aber dann ist der Flood-Effekt weg. Und genauso könnte ich den Flood-Effekt... Ja, wann benutzt man diesen Flood-Effekt überhaupt? Ich weiß es nicht. Bosse scheint ja nicht großartig zu interessieren. Schwierig. Sehr schwierig. So, Shop interessiert nicht, Itemraum ist interessant. Oh, und da ist ein Stein. Ein Stein ist hier. Yo! Nice. Mehr Damage ab, bitte. Danke, gerne. Sehr gut. Damage ist schon mal wieder schön. Damage sind wir schon auf einem guten Weg. Wir brauchen aber dringend wieder Bomben. Jetzt haben wir unsere letzte Bombe hergegeben gerade. Wenn ich jetzt noch mehr Steine sehe, wäre es ärgerlich. Hier geht es nicht weiter. Auch ärgerlich. Der Raum ist jetzt relativ nutzlos somit. Aua! Außer um Energie zu verlieren, ist er ganz gut. Ah ja. Aber das interessiert auch die... Also das interessiert die Wahrscheinlichkeit beim Angel Room jetzt überhaupt nicht. Das ist ja ganz cool. Ah, da ist meine Bombe. Dann war der Raum doch nicht so nutzlos. Krieg meine Bombe zurück. Okay, mehr ist hier allerdings nicht. Gut. Ha! Huh. Interesting. Interesting. So. Da geht's auch nicht zu dem, wo ich hin will. Aber vielleicht gibt's hier nochmal eine schöne Belohnung, wenn man den Raum abgeschlossen hat. Ja, oh, ist das eine Stachel? Nee. Normal, okay. Ja, jetzt, haha, jetzt wird es nochmal interessanter. Jetzt haben wir jetzt so ein halbes... Es hat effektiv jetzt einfach nur das rote Herz aufgeladen. Scheinbar. Oh, 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 oh. Gut gucken, ob es hier irgendeine Stelle gibt, wo man besonders gut sprengen kann. Auf jeden Fall kann ich es mal so sprengen, dass ich 2 Schlüssel rausholen kann.
Die Frage ist, will ich eine Bombe dafür jetzt hergeben? Na, wenn ich hier sprenge, kriege ich 2 Schlüssel. Schlüssel habe ich im Moment 3. Also eigentlich habe ich... Und ich habe nur eine Bombe. Ich würde fast... Ah. Hey, hier geht's auch nicht weiter. Wo ist denn dann der Itemraum? Ach, da unten. Ach so. Den habe ich jetzt gerade, weil ich hier an die Schlüssel habe ich den gerade stabil übersehen. Okay, das kenne ich überhaupt nicht. Sammle ich einfach ein und freue mich, was es macht. Es ist delicious. Rotten Tomato. Okay, unser Gesicht sieht hässlich aus. Keine Ahnung, was die Rotten Tomato tut. Allein der Gedanke, sowas zu essen, ist schon leicht widerlich. Aber gut. Macht Flood beim Boss irgendwas, wenn ich da Flood einsetze, außer dass es den Raum flutet? Wir probieren es aus. Nein. Es hat halt die Feuer gelöscht. Oh, unser Damage ist nice. Unser Damage ist sehr nice. Wow! Das Dumme ist, durch Flood habe ich jetzt einen Boden, an dem ich noch schlechter sehe. Das ist ein bisschen dumm gewesen. Ja, gerade solche Löcher sehe ich da jetzt ganz schlecht. Aber gut, ist egal. Passt auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, ob wir gleich wieder einen Also, die Wahrscheinlichkeit ist ja, wenn dann Angel-Raum, wenn überhaupt. Okay, es gibt gar nichts. Aber sozusagen... Oh, Tiersub ist auch nice. Schöne Sache. Schöne Sache. Haben wir noch irgendwas zu mitnehmen? Hä, da zeigt es nochmal so ein... Ach so, ja, ja, klar. Dieses, ja. Ja, nee. Okay, Abflug. Weiterem Programm. Und diese Ausrufezeichenkarte, ist es einfach, dass man sein Active-Item doppelt auslöst oder so? Weiß es nicht. Aber die werde ich auch nicht nachgucken, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Ich könnte mir denken, dass ich sie schon mal hatte, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen, wie gesagt, möchte ich da nicht nachgucken im Moment. Solange ich nicht mehr wie eine Bombe habe, werde ich das da unten nicht sprengen. Haben die sich... Ich glaube, die Tränen haben den Effekt dazu bekommen durch die Rotten Tomato. Kann das sein? Wheel of Fortune. Ja, gut. Jetzt müsst ihr halt wissen... Ich setze die einfach mal ein, dann weiß ich, was sie tut. Wie ich es dachte. Ich darf einmal das Base-Item, was ich trage, umsonst einsetzen. Dann hat es jetzt eh nicht so viel gebracht. Vielleicht merke ich es mir jetzt ja mal. Ja, die Rotten Tomato macht irgendeinen Zusatzeffekt, irgendeinen Damage-Effekt, keine Ahnung. Aber wenn ihr das seht, die Gegner werden manchmal so rot. Die jetzt nicht. Aber manche Gegner werden rot. Ja, der jetzt zum Beispiel, ne? Der hat dann so einen... Ich glaube, das macht einfach zusätzlich Damage, wie so ein Gift-Effekt. Ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht, okay? Und diesmal haben wir die blauen Herzen... Wo kommt jetzt die 2 bei den blauen Herzen her? Diesmal haben wir es behalten, oder was ist das? Ah. Das ist nicht so cool. Aber gut, es hätte schlimmer sein können. Ich weiß, ich soll nicht einfach irgendwelche Pillen blind einsetzen, aber ich setze sie halt einfach ein. Ich bin zu neugierig, es tut mir leid. Ist das ein blauer Stein? Ja, doch, da ist auch so ein X drauf. Kriege ich jetzt... Okay, gut hinschauen. Kriege ich jetzt bei der 2 eine 4? Oder was passiert jetzt, wenn ich das einsammle? Ja. Okay. Wir wissen halt nach wie vor nicht, was es bedeutet. Aber es muss auch mit dem Buch zusammenhängen. Aua. Aber getroffen, wenn ich getroffen werde, geht es trotzdem nur auf die roten Herzen. Also irgendwie sind blaue Herzen fast schon useless im Moment.
dann ist es das eigentlich fast nicht wert, noch solche Steine zu sprengen. Aber es muss, also irgendeine Bedeutung muss es haben, weil man kann es ja irgendwie aufladen. Also irgendwie kann, hat es ja trotzdem eine Bedeutung, dass man da blaue Herzen hat. Vielleicht für Deals, dass man dann da seine Herzen hergeben kann, aber man hat sie nicht als Energie zur Verfügung. Vielleicht ist es sowas. Könnte sein. Ich werde auf jeden Fall weiter blaue Herzen sammeln. Ja, sollte ich, genau. Sollte ich nämlich irgendeinen Deal bekommen mit blauen Herzen oder sowas? Oh, sind wir in der XL? Ach nee, Quatsch. Das ist nur Shop und Dings nebeneinander. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Alles gut. Fatum. Was macht das No? Ich verstehe das No noch nicht. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt nicht das Beste, aber... weil wir haben eh nichts anderes zur Auswahl, von daher... da kann man das auch mal mitnehmen. Ach, das ist der... wir haben das ja gerade. Okay. Hab da gar nicht drauf geachtet, was für einen Effekt wir gerade haben. Ja, aber das Buch wird gerade relativ wenig eingesetzt, außer dass es uns wahrscheinlich einen Angel-Raum irgendwann besorgt. Sobald wir mal zum Boss kommen. Ach, da ist er ja schon. Ah, weil wir jetzt in einen Raum übersprungen haben. Ich möchte aber nochmal in den Raum zurück. Ich meine, wir kommen ganz gut durch die Räume durch. Wir verlieren jetzt auch keine Energie durch die Räume. Okay. Ja, es gäbe noch ein paar Räume zum Ausprobieren, aber alles ehrlich gesagt, hole ich mir jetzt noch das Herz da unten und dann gehen wir, würde ich sagen. Wir müssen uns hier nicht länger aufhalten als nötig. Außerdem kann mich Curse of the Maze überall rumschicken und dann gehen wir lieber zum Boss. Dann passt die Geschichte. Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Bam, 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 bam. Könnt ihr jetzt hier wieder versuchen, aber das ist 50-50 und bei zwei Bomben sehe ich das jetzt nicht so. Okay, das dürfte eigentlich funktionieren. Wir machen ganz gut Damage. Ja. Und habt ihr... jetzt! Seht ihr da... okay, bitte ganz schnell nach links gucken. Der Angel-Raum... Angel-Room... ist jetzt zurückgegangen. Ab jetzt hat der 5,6%. Und jetzt erst taucht der Devil-Room auf. Das heißt... dieses Buch sorgt dafür, dass der erste Raum... von den beiden... nur ein Angel-Room sein kann. So verstehe ich das jetzt. So, was haben wir hier? Einen Guardian Angel. Ich hole mir den wieder, den Schlüssel, weil ich meine, theoretisch sollten wir gut genug werden, dass wir zu Big Satan, nicht Big Satan, wie heißt der? Das ist ja wurscht. Mega, heißt der Mega Satan? Dass wir zu Mega Satan können? Dann wäre es ja eine ganz coole Geschichte. Mist. Brauchen wir halt noch mal einen Angel-Raum, ne? Ist klar. Aber ich meine, ich nehme das Peace... Jo, was habe ich frei... was? Okay. Ist das, wenn man eine bestimmte Anzahl an Angel besiegt? Angelic Prism freigeschaltet. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Aber bekomme ich das, wenn ich eine bestimmte Anzahl an solchen Engeln hier besiege? Habe ich das gerade zufällig... ich meine, wir haben was erreicht. Wir haben was erreicht. Ich bin happy. Jedes einzelne von den über 614 Items, die man freischalten kann, ist ein Fortschritt. Okay, interessante Geschichte. So. Endlich mal kein Fluch. Was ja selten ist im Hard Mode. Aber gut, so ist halt der Hard Mode. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch alles legitim. Okay, hier ist nix. Und jetzt bleiben die blauen Herzen aber bei 4. Vorhin sind die irgendwie zurückgegangen, hatte ich den Eindruck. Vielleicht hängt es noch davon ab, ob man viel getroffen wird oder so. Keine Ahnung, wovon das abhängt. Aber jetzt bleiben die blauen Herzen. Also scheinbar behalten wir es jetzt. Aus irgendeinem Grund haben wir sie vorhin verloren, immer wieder. Oh, liegt das... Moment, hat das mit dem... mit den
Ich habe vorhin ganz oft das Ding eingesetzt. Haben die blauen Herzen, die ich einsammle, vielleicht mit den Flammen um mich herum zu tun? Das könnte auch sein. Ist jetzt wieder nur eine Vermutung. Ich weiß, ich rede ganz viel Scheiße gerade, weil ich es halt nicht weiß. Also, ne, es kann sein, dass da ganz viel Müll bei ist. Aber es wäre einfach mal interessant zu wissen. Ich werde es aber dann ganz bewusst jetzt nicht. Ich meine, ich würde halt hier den Raum fluten. So, warum? Ich brauche die Flammen im Moment nicht um mich rum. Solange ich kein besseres Base-Item habe, werde ich das lassen mit dem Ding da oben. Wenn wir wieder ein besseres Base-Item bekommen, können wir wieder dahin zurückkehren und gucken. Aber so ist es Quatsch. Okay, eine Bombe gegen eine Pille und einen Schlüssel. Ist das ein guter Deal bei zwei Bomben? Ich denke nicht. Jetzt muss ich eh die Bombe einsetzen. So. Aber alleine deswegen sollte man Bomben eben nicht verschwenden, ne? Hätte ich jetzt keine Bombe gehabt, Oh, nice, 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 nice. Hätte ich ein Herz opfern müssen. Das wäre nicht so cool geworden. Yikes. Okay, jetzt haben wir wieder ganz viele Bomben. Ich wollte das Herz noch nicht einsammeln. Jetzt haben wir den goldenen Schlüssel. Jetzt kann man auf jeden Fall in den Shop reingehen. Sehr, sehr schön. Shoppy, shoppy, shoppy. Ich habe keine Ahnung, was dieser Traumfänger ist, aber ich hätte ihn gerne. Ich wüsste gerne, was der macht. Wir gucken mal, wie viel Geld wir noch auf der Ebene zusammen... Oder diesen Riegel da. Aber ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das irgendwann schon mal gesehen. Aber ich kann nichts mehr damit anfangen. Okay, hier müsste ich schon wieder sprengen. Weil sonst komme ich nicht an die Truhe ran. Aber die Frage ist, ob es die Truhe wert ist. Mein spontaner Gedanke ist, nein, die Truhe ist es nicht wert. Na, geh halt kaputt, Ski. Danke. So, der Bumpfund wäre hier gerade echt cool. Dann würde man mehr blaue Herzen bekommen, von denen man nicht weiß, was sie einem bringen. Beste. So, hier geht's auch nicht weiter. Also zur Truhe geht's nicht weiter, wollte ich sagen. Der Raum geht natürlich weiter. Neun Münzen. Okay, hier ist Schluss. Okay, hier jetzt zu versuchen zu sprengen, ist dann sogar Quatsch. Weil der Raum ja an den Itemraum aneckt. Da ist wahrscheinlich nicht der zweite Geheimraum. Ist dann egal, wo der ist. Lass mal den einfach Geheimraum sein. So, ja, die anderen Räume lassen wir mal Räume sein. Ist in Ordnung. Fistula! Das dürfte auch mit dem Damage, den wir machen, überhaupt kein Problem sein. Und jetzt haben wir eine Wahrscheinlichkeit für den Devil Room von 2 irgendwas Prozent. Eine Wahrscheinlichkeit für den Engelraum von 6,5%. Ist auf jeden Fall interessant. Also es wird weder der eine noch der andere auftauchen, ne? Aber ich meine nur vom Ding her, jetzt sind beide sozusagen mit einer Wahrscheinlichkeit vertreten. Da habe ich noch nie so drauf geachtet, weil das auch viel zu klein ist. So. So viel dazu. 6, 8. Wir kriegen jetzt den Schlüssel vor allem für Mega-Satan. Das ist ja auch nice. Und wir haben den goldenen Key hier. Das ist ja noch besser. Speed up. Gehst du wieder zu? Ja, nice. Gehst du wieder zu?
Ja, nice. Wie lange macht er... Scheiß, Dweck, wollte ich nicht. Was macht dieses Yin und Yang-Ding? Ich wollte es eigentlich in Ruhe einsammeln und dann lesen. Aua, also die Beschreibung oben lesen. Aua. Jetzt muss ich erstmal den besiegen. Ah, wieso... Was ist jetzt rausgekommen? Jetzt ist sie... Okay, jetzt bleibt sie offen. Auch interessant. Ah, Mensch! Ah, Mensch! Oh, ich hab die Lavas! Wo auch immer die Karte jetzt herkam, die muss rumgelegen haben. Ich hab Bilas mal wieder treffen lassen. Gott, ist das ein schlechter Kampf gerade. So, weg mit dir. Und damit haben wir den Schlüssel zusammen. Ah, wir haben zweimal The Wheel of Fortune. Okay, so, was macht dieses Ding? You feel very balanced. Hat der mir gerade... Ah, okay. Hat der mir meine Stats irgendwie ausbalanciert? Kann das sein? Weiß es nicht. You feel very balanced. Ist egal. So. Gut, wir haben den Eintritt zum Mega-Satan. Das ist doch mal was. Jetzt können wir noch kurz unsere Herzen wieder auffüllen. Ein paar Herzen liegen hier noch rum. In den Ebenen. Hier liegt noch ein Herz zum Beispiel. Ja, und dann hauen wir ab. Ah, da kann ich mir noch eine Münze holen. Ach ja, eben. Diesen Traumfänger wollte ich mir doch angucken. Da war doch was. Jetzt kann ich auch hier versuchen, mit dem Kollegen was zu bekommen. Und wenn er mir nichts begibt, dann gibt mir die Donation-Maschine mein Geld. So, was macht der Traumfänger? Sweet Dreams. Okay, der hat irgendwas mit den Tränen gemacht. Oder nee, ich glaube, das ist noch die Rotten Tomato-Effekt-Dings. Sweet Dreams. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir haben den Traumfänger geholt. Ich weiß es nicht, was es macht. How should I know? Wie findet man das jetzt raus, was die Items machen? Wenn du ganz viele Items einfach eins... Also, wie schafft man es, ohne Platinum God Effekte von Items rauszufinden, wenn man mehrere Items einsammelt, ohne zu wissen, was sie tun, und dann erst irgendwelche Effekte irgendwann passieren? Du weißt doch gar nicht, welches Item damit zu tun hat. Ne? So theoretisch. Also wirklich nur theoretisch. Oh, nicht schon wieder Curse of the Maze. Noch eine Hand? Ne, nur zwei, okay. Na komm. Gib Pfötchen. Oh, ich sehe gerade, Boss Rush wird nichts mehr. Da hätten wir vor 6 Minuten ankommen müssen. Schade. So, kurz mal Stein gucken. Okay, Stein geguckt. Festgestellt, kein Sturm. Ich hasse die Dinger. Ja, die ziehen nämlich immer ein ganzes Herz ab. Ja, hör auf damit. Du Drecksvieh, ey. Du. Wie viel hält der aus? Ich dachte, der ist tot. Mist. Shotspeed up. Okay, vorhin hatten wir Shotspeed down, jetzt haben wir wieder Shotspeed up. Damit haben wir es ja wieder ausgeglichen. Aber meine Energie! Was zur Hölle? Wo ist meine Energie hin? Nicht gut. Ich habe 3 Herzen in dem Raum verloren. 3 Herzen. Nee! Aber zum Glück ist der Raum groß. Man sollte den Typen ganz gut ausweichen können. Der Raum ist halt viel größer. Sodass das Ausweichen hier echt möglich sein sollte.
Ich muss mich dringend um Herzen kümmern! Bruder. So. Ich will von euch niemand mehr auf dieser Ebene sehen, okay? Haben wir das? Kriegen wir das hin? Dass ich euch nie wieder sehen muss auf dieser Ebene? Ey, sick. So, jetzt geht's hier nach oben weiter. Ach du Schande! Das ist bestimmt die Skeletthand, so lange wie die braucht. Noch eine. Ah ne, die Spinnen sind aufgetaucht. Eieiei. Credit Card, nice. Wir brauchen den Shop. Da ist der Boss. Das ist nicht, was ich gesucht habe. Nein, 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 nein. Oh Gott. Du triffst mich nicht nochmal, du Kollege da oben. Nein. Nein. Aus, böse. Geh kaputt da oben. Aber ich brauche ein Herz. Es liegt nirgendwo ein Herz rum. Es liegt einfach nirgendwo ein Herz rum. Ich bin echt kurz davor, die Wheel of Fortune zu spawnen und zu hoffen, dass sie mir Herzen gibt. Aber es wäre ein bisschen dumm. Aber ich brauche... Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich brauche ein halbes Herz. Wo kriege ich jetzt ein halbes Herz her? Und was sollen die... Was bringen mir jetzt meine neuen blauen Herzen? Also im Prinzip sind es ja 4,5 blaue Herzen. Okay. Der Raum ist okay. Wenn ich nicht Blödsinn mache, ist der Raum voll okay. Muss nur noch Dieter treffen. Und die anderen nicht auslösen. So. Jetzt bin ich hier geportet worden, okay. Das ist ein großer Raum. Ich hoffe, dass ich in dem großen Raum viel Erfolg oder viel Möglichkeiten habe. Nicht guter Raum. Kein guter Raum, kein guter Raum, gar kein guter Raum. Da muss ich jetzt sehr viel rumwurschteln. Aber es ist gut, dass er groß ist. Diese Gegner macht man lieber in einem großen Raum. Das ist allerdings auch wieder... Was ist passiert? Ist denn das Feuer rein? Cool. Fühl ich. Oh, die kann ich auch von vorne treffen mit dem Roteffekt, was auch immer das ist. Mach's nochmal, jawohl. Macht es dem dann Damage? Man weiß es nicht, vielleicht. Aber könnt ihr bitte dann ein Herz spawnen? Ich meine, ich habe dann, denke ich, lang genug hier gelitten. Wenn jetzt irgendwann kaputt geht, dann haben wir die Bestätigung, dass es Damage macht. Aber es macht keinen... Es macht zumindest nicht effektiv Damage. Na, es ging schneller. Er ging jetzt schneller kaputt. Also vielleicht macht es schon Damage. Alter. Ja, doch, das macht scheinbar Damage, okay. Wäre auch komisch, wenn nicht, aber na, man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. So. Das ist kein Herz. iPhone Pilz. Okay. Also im Moment nützt mir das hier jetzt auch nichts. Also brauche ich da jetzt auch keinen Schlüssel opfern. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich habe mit viel gerechnet. Aber nicht mit diesem Angriff. Ah!
Okay. Das ist passiert. Das ist passiert. Also, das heißt, mit dem Book of Virtues kriegt man recht schnell die Angel-Räume zu sein. Angel-Räume oder Angel-Rum und Engel-Raum. Mann! Die Angel-Rums zusammen. Puh! Schwitz. Alter, da schießt er über die Steine drüber, der Drecksack. Ich habe halt echt vergessen, dass der so eine Kotze da spucken kann. Ich dachte, der kann nur so ein bisschen diese Bullets hauen und die Bullets hätten mich da nicht getroffen. Oh man. Das lief nicht so gut. Aber es war auch dumm. Der größte Fail war halt in dem Raum mit den paar Gegnern da die drei Herzen zu verlieren. Das war super blöd. Naja, kann man nicht ändern, ne? Wir sind ein bisschen schlauer geworden, was das Buch angeht und was Bethany angeht. Und ich denke, mit dem Wissen würde ich dann nächstes Mal ganz gerne erstmal einen Greed-Run mit Bethany machen. Weil man da dann sehr schön Synergien testen kann, weil man da sehr viele Items bekommt mit der Zeit. Und dann kann man da sehr schön Synergien testen. Und weil ja auch diese einzelnen Phasen das Item aufladen. Also gerade Spacebar-Items, die sich aufladen, sind ja ganz cool für Greed-Räume und das macht ja das Buch. Dann können wir so ein bisschen mehr diese ganzen Flammen testen, die da um einen rum sind. Ich denke, dass jedes also unterschiedliche Spacebar-Items haben sicherlich unterschiedliche Effekte auf die. Das haben wir schon gesehen, als wir die Bohne hatten. Dann hatten nämlich die Flammen etwa diesen Bohneneffekt und jetzt, als wir dieses Flat hatten, hatten diese Flammen auch so eine Art, ja, Schimmer-Leucht-durchsichtigen Effekt, was so ein bisschen eben dieses Wasser, glaube ich, darstellt. Deswegen denke ich, dass das auch dazu gehört hat. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal Bethany im Greed-Run. Auf jeden Fall. Einmal ausprobieren. Oder zweimal. Greed-Run kann man ja schneller neu starten. Tschüss.